Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, ich war fleißig beim mich spoilern lassen, was die Nebenquests hier in Sai'an angeht. Und zwar zum einen wegen dem Künstler. Ich mag vielleicht nicht so aussehen, aber ich kenne mich mit Mode aus. Ich weiß immer, welches Design der nächste große Hit wird. Ich frage mich, ob es diesmal... was es diesmal werden wird. Ein Stern. Also ein Pentagrammstern. Den müssen wir jetzt auf das Mode-Label zeichnen. Es sollte aber schön hell bleiben. Oh, du bist wieder da, weißes Hündchen. Ich habe gehofft, dass du wieder kommst und mir bei deinem Design hilfst. Ja, ja. Oh Gott, wie zeichnet man den nochmal? Ja, ja, das ist es. Hier ist es. Meine Vision an ihrem Platz. Eine exquisite Textur entstand aus einer einfachen Kraft. Und ein weiteres Original Design jenseits jeder Vorstellung. Na, das war doch nicht ganz richtig. Ja. Ich habe es nämlich nicht sauber gezeichnet. Ja, genau, diese Meldung muss kommen. Dieses Muster scheint bei so, als könnte es etwas bewirken. Das zeigt große Fähigkeiten bei dieser Sache, Freund. So, das war das erste Muster. Die Dummen, die Dummen. Dann gucken wir mal, was sie uns als nächstes hat. Sieh du, Hündchen, ist das nicht hübsch? Das ist mein neuestes Design, das Sternenmuster. Wenn du dir die Sterne in der Nacht anschaust, dann vergisst du all deine Sorgen. Jo, gibt schon mal Glück. Ich mag vielleicht nicht so aussehen, ja. Ein Herz. Ja, das kriegen wir hin. Das ist sogar leichter als der Stern. Ja. Okay, mal sehen, ob ich es hinkriege. Das ist ein schlechtes Herz. Ja, ja, das ist es. Hier ist mit meiner Vision voll glatt sein. Es sieht die Textur. Und ein weiteres Original sein. Nein. Jupp. Okay. Zeichnen wir etwas vorsichtiger. Ja, dieses Muster scheint beinahe so, als könnte es etwas bewirken. Du zeigst große Fähigkeiten. Einfach mehr Glück für mehr Tinte. Hm.
Oh ja, und wenn wir schon hier langlaufen, Waffenhändler. Tag. Jo. Haben wir Fische über? Ja, ein Killifisch. 5 Grundeln. Schätze haben wir doch. Eine Vase, 4 Räuchergefäße können wir verkaufen, 3 Lackwaren-Sets, 5 ganze Bullenhörner. Zehn Kristalle, wow. Und 6 Perlen. Und das war's auch schon. Jetzt könnten wir uns theoretisch 7 Streich kaufen. Hätten wir ein neues Schwert. Ja, komm, gib uns mal 7 Streich. So, da haben wir ein neues Schwert. Das könnten wir gleich mal verbessern. So. Und ausrüsten. Ja, jetzt haben wir auch wieder die Tittenkugelkraft, womit wir Gegner einfach mit schwarzen Punkten, also sowas, beballern können. Und das Schwert sieht stylisch aus, wie wir es auf dem Rücken tragen. Silohündchen, ist das nicht niedlich? Das ist mein neuestes Design, das Liebesmuster. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob Hunde überhaupt wissen, was Liebe ist. Haha. Ja, aber Terraus ist ein Wolf. Ich mag vielleicht nicht so aussehen. Das nächste große Design ist einfach ein V. Okay. Oh, du bist wieder da, weißes Hündchen. Ich habe gehofft, dass du wieder kommst und mir bei meinem noch besseren Design hilfst. Ja. Einfach nur ein V. Ja, ja, das ist es. Hier ist es bei der Vision. Eine exquisite Textur, Originaldesign. Dieses muss es schon etwas zu bewirken. Sinohündchen, ist das nicht schön? Das ist mein neuestes Design, das Transformationsmuster. Frauen wollen oft Transformationen in wirkliche Schönheit. Mhm. Hey. Oh, 3 Kreise. Oder 2 8. Sind das 2 8er oder 3 Kreise? Sieht eher aus wie 4 Kreise als 2 Achter. Das könnte etwas schwieriger werden. Okay.
Ja, das ist es. Hier ist es, bei der Vision vom Glatz. Ja, dieses Poster scheint etwas zu bewirken. Also haben wir es hingekriegt. Auch wenn mir irgendwie langsam die Tinte ausgegangen ist nach dem ersten Kreis. Also man hat gesehen, dass die anderen Linien nicht mehr so durchgehend waren. Ah, und scheinbar ist es immer das Mädchen mit der Holzkohle, was die Muster, die ich auf die Mode male, überall hinmalt in ihrer Umgebung. Also hier und hier. Sieh nur, Hündchen, ist das nicht nett? Das ist mein neuestes Design, das Glücksmuster. Um selber glücklich zu sein, muss man erst andere glücklich machen. So, hat sie noch eins? Oh, das muss ich mir doch mal ansehen. Das ist nämlich ein Kanji-Zeichen. Ja, okay, das könnte ein bisschen lustig werden. Also erst die zwei senkrechten Striche, dann den Kringel durch die zwei Striche. Und dann noch das Beinchen dazu. Yay, wir lernen Kanji no Kami. Ist hoffentlich Kanji und ich erzähle hier keinen Mist. Es gibt ja noch zwei andere Zeichensätze im Japanischen. Also, Strich. Strich. Ja, ja, das ist es. Hier ist es, meine Vision vom Glanze. Eine exquisite Textur entstanden. Ja, und ein weiteres Originaldesign. Es hat nicht funktioniert. So vielleicht eher. Ja. Nein. So vielleicht? Nö. So sah es aber auch nicht aus. Die beiden Striche sind schon mal richtig. Das ist auch richtig. So vielleicht? Aber ich glaube, das war wieder zu stark. Ich gucke mir doch mal das Design an. Ja, das ist jetzt am schwierigsten. Ich kann kein Kanji zeichnen. Ich habe nämlich keine Ahnung von japanischer Kalligrafie. Also ja, das und das ist klar. Ja. Strich, Strich, dann das durch und... Hm.
Puh. Das war ziemlich schlecht. Ja, ja, das ist es. Hier ist es bei dem Wahlplatz, Alex. Hier sieht jetzt nichts zu. Ich hab's voll hässlich gemalt und jetzt bewirkt es etwas. Okay. Ja, gut. Schwamm drüber. Die Gotama Terrazzo ist künstlerisch nicht sehr begabt. Tü-tü-tü-tü-tü. Einfach froh sein, dass es geklappt hat. Gutes. Seelohündchen, das ist ganz schön gewagt, oder was denkst du? Das ist mein neuestes Design, der Buchstabe, der die Götter repräsentiert. Dieser Buchstabe kann dich vor unheimlichen Monstern beschützen. Aber meine Mama sagte, dass alle Götter schon seit Ewigkeiten gestorben sind. Vielleicht sind die Monster deswegen immer so böse. Danke, dass du dir immer meine Bilder anschauen kommst, Hündchen. Magst du auch die Malerei? In diesem Falle gebe ich dir das hier als Zeichen unserer Freundschaft. Eine verstreute Perle. Bilder haben eine besondere Macht, findest du nicht? Ich möchte noch viel mehr Bilder malen, die die Menschen glücklich machen. Lalala, malen macht so einen Spaß. Ich möchte noch viel mehr Bilder malen, die die Menschen glücklich machen. So. Das heißt, wir haben genug für ein Tintenfass. Schwupps. Ich habe so das Gefühl, dass noch mindestens zwei Tintenfässer da reinpassen. So. Jetzt helfen wir als nächstes dem da mit seinem Dieb. Ups, Entschuldigung. Da ist er ja. Hey, du hast mich gefunden, nicht schlecht, Kumpel. Gar nicht schlecht. Darf ich mich selbst vorstellen? Mein Name ist Hayaso, Herr der Diebe. Ich wurde geboren, um einem Taschendieb zu sein. Man sagt, dass ich sogar die Taschen der Hebamme ausgeräumt hätte bei meiner Geburt. Sehr freut, deine Bekanntschaft zu machen. Meister der Diebe, Hayaso. Meister der Diebe? Das ist richtig, aber Taschen leer zu räumen ist nicht meine einzige Fähigkeit, weißt du? Ich kann auch schnell rennen, sogar schneller als ein Wolf. Hoch. Du willst also sagen, dass du es mit uns aufnehmen kannst. Du magst vielleicht ein Meisterteam sein, aber das Fangtor hier ist ein Meister im Fang. Ganz egal, wie es ist, dieser fetzige Fänger kriegt sie alle. Ganz besonders kleine Diebe wie dich. Hihi. Kannst dir was von mir holen? Niemand kann es mit meinem Abgang aufnehmen. Das hat bis jetzt noch nie jemand und wird auch nie jemand. Leg dich mit mir an und du wirst bald Stopp fressen. Willst du es mit mir aufnehmen? Nun? Hey, du bist schon so gut wie erledigt, Hayaso. Es gibt keine Kommen, wenn Armin sich erstmal an die Fersen eines Opfers gehängt hat. Komm schon, probier's doch. Du bist doch keine Herausforderung für Hayaso, Herr der Diebe. Erst eins, dann zwei. Hol sie dir in der richtigen Reihenfolge. Ich teile mich auf und verschwinde in einer Staubwolke. Eins, zwei. Aha. Okay, wo ist Nummer 2 hin?
Hm,